We will make Schlager great again. Herzlich willkommen, liebe Schlagerfreunde. Herzlich willkommen zu Make Schlager Great Again, dem Schlager-Podcast. Wie immer bin ich heute nicht allein. An meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel. Hallo, schönen guten Abend, Herr Vogel. Guten Abend, Herr Kaiser. Schön, Sie zu hören. Ja, freut mich auch sehr, Herr Vogel. Herr Vogel, wir haben heute eine Weltpremiere sozusagen. Aber hallo. Wir sind das erste Mal nicht alleine im Podcast, was mich wirklich freut, nicht immer die Zeit mit Ihnen alleine verbringen zu müssen. Wird auch ein bisschen langweilig. Was war das denn? Das diskutieren wir nachher aus. Wird auch ein bisschen langweilig auf Dauer. Ja. Wen haben wir denn heute bei uns, Herr Vogel? Ja, sonst reden wir zwei Spacken ja immer nur so ein bisschen alleine über den deutschen Schlager von außen, spielen uns so ein bisschen die Bälle zu. Aber heute haben wir eine waschechte Schlagersängerin in unserer Show dabei. Eine ganz besondere Frau haben wir jetzt in diesem Podcast, die ist ausgebildete Musical-Darstellerin, war unter anderem schon bei Immer wieder sonntags im Fernsehen zu sehen, ist Dauergast bei der Ordensverleihung Wieder den tierischen Ernst in Aachen, war sogar schon beim Vorprogramm von Semino Rossi, schmettert bei Boxkämpfen die Nationalhymnen, kommt aus Herzogenrath und ganz wichtig, im Wikipedia-Eintrag von Herzogenrath taucht sie schon unter den bekannten Söhnen und Töchtern auf. Nebenbei macht sie noch ganz tolle, tanzbare Schlagermusik und sieht, wenn ich das so sagen darf, blendend aus. Und das Allerwichtigste kommt zum Schluss. Sie tritt demnächst bei der Feier des FC-Fanclub in Berzenich auf. Sie kann also nur eine Gute sein, möchte ich dazu mal sagen. Kaiser und Vogel are proud to present Sarah Schiffer. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, liebe Sarah. Guten Abend. Hallo. Ja, schön, Hallo. Dass wir dich hier haben zu unserer Premiere mit unserem ersten Gast bei unserem kleinen, aber feinen Podcast. Wir sitzen uns jetzt leider nicht gegenüber, aber darf ich dir virtuell irgendwas anbieten? Was trinkst du? Wein, Bier, Wasser? Ein Glas Weißwein würde ich dann nehmen. Ja. Und vielen Dank für die Einladung natürlich. Ja, sehr, sehr gerne. Dann stell dir mal vor, wie wir dir ein Glas Weißwein einschütten. Wir trinken ja Bier, Herr Vogel, alkoholfreies. Aber Kölsch, darauf liegt es. Besser ist es. Ne? Aber hallo. Muss auf die Figur. Genau. Ich wusste nicht, dass bei alkoholfreiem Bier keine Kalorien drin sind. Das war mir jetzt nicht bewusst. Man kann sich das auch einreden, von daher. Bitte nicht weiter thematisieren. Ist das eigentlich dein erster Podcast? Ja, tatsächlich. Genau, ich bin von euch jetzt zum ersten Mal eingeladen worden und bin ganz interessiert und gespannt, was jetzt so auf mich zukommt. Hörst du denn selber Podcasts auch? Genau. Hast du irgendwas, was du hörst? Ich bin ganz ehrlich, eher weniger. Ich habe mich damit, überhaupt mit Internet und Co., also Instagram, Facebook und Podcasts und YouTube und so, bin ich tatsächlich noch nicht so der große Profi drin, aber ich gebe mein Bestes. Internet ist ja auch Neuland, ne? Ja, Internet, dieses große Internet. Ja, sehr schön, da freut uns auf jeden Fall. Aber tatsächlich haben wir damit auch so ein bisschen zu kämpfen. Ich glaube, so diese Zielgruppe Schlager, Podcast, da ist die Schnittmenge noch nicht so ganz groß. Aber das glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch. Also wenn auch, merkt man auch, bei Facebook zum Beispiel ist es viel stärker vertreten als bei Instagram. Also das merkt man auch total. Ja, tatsächlich. Wir hatten vor ein paar Tagen im letzten Podcast mal geschaut, ganz interessant, welche Schlagerstars wie viele Follower haben bei Facebook und bei Instagram im Vergleich. Da fällt tatsächlich auf, so Stars wie zum Beispiel Andrea Berg, die jetzt, ohne ihr zu nahe zu treten zu wollen, eher, sage ich mal, eine ältere Zielgruppe ansprechen, sind bei Facebook super stark vertreten, dafür bei Instagram sehr, sehr wenig. Aber zum Beispiel eine Vanessa Mai hat bei Instagram schon fast so viele Fans wie eine Helene Fischer. Also da sieht man, glaube ich, so ein bisschen die Zielgruppe und dann die unterschiedlichen Medien. Ganz interessant. Absolut, ja. Das stimmt. Ja, ich würde mal sagen, wir legen los, ne? Wir sind neugierig, oder? Let's bet. So, liebe Sarah, dann erzähl uns doch mal, du hast ja, glaube ich, 2017 dein erstes Album rausgebracht. Genau, 2017 kam mein erstes Album Freier Fall raus. Die Arbeit daran begann aber eigentlich schon 2 Jahre vorher. Also es war ein langer Weg bis dahin. Wir wollen sogar am Anfang noch weiter zurückgehen. Wann in deinem Leben wusstest du denn, ich möchte mal ein Musikalbum, ein Schlageralbum, ein Musikalbum machen? Wann war so der Moment, wo du gesagt hast, ey, das wäre etwas, was ich auf jeden Fall mal machen will?
Also das ist schwierig zu sagen. So eine bewusste Entscheidung, dass ich Schlagersängerin oder Sängerin werden möchte, die gab es ehrlicherweise nicht wirklich. Ich bin mehr oder weniger da so reingeschlittert von der Schulzeit aus bis heute. Ich bin jetzt 31 Jahre alt, habe mit 15 ungefähr angefangen zu singen. Und damals hat mich mein Gesangslehrer immer mal mitgenommen zu seinen Auftritten. Und dann hat sich das so verselbstständigt. Und dann habe ich mein Abitur gemacht. Meine Eltern haben immer gesagt, Sarah, wenn du Abitur machst, kannst du danach werden, was du willst, da unterstützen wir dich. So gehört sich das. So genau, sich genau. Das. Und da habe ich mich natürlich schön dran gehalten. Und dann habe ich gesagt, so Mama, ich gehe jetzt nach Hamburg und werde dort Musical studieren, weil ich irgendwie so von der Familie aus schon immer irgendwie so das mit reingebracht bekommen habe, dass man was Fundiertes lernen muss, so. Und Schlager kann man ja nirgendwo studieren und, und Musik halt kann man zwar studieren, aber ich wusste halt nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Mhm. Und Musical hat mich halt interessiert. Ich mag die deutsche Sprache. Im Musical singt man häufig Deutsch. Mhm. Und da hat sich das einfach so ergeben im Prinzip, genau. Hattest du denn auch, was hast du denn in der Jugend für Musik gehört? Oh, das... Darf man das fragen? Ja, bei 31 kann man ja... Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Jetzt kommt der Tag. Blümchen, Oli P. Blümchen, Oli P., Backstreet Boys, alle Boybands, die es gibt, die habe ich alle gehört. Aber auch Goo Goo Dolls und sowas habe ich auch gerne gehört. Also ich habe sehr unterschiedliche Sachen gehört. Aber also ich war schon ein typisches Mädchen, also von Britney Spears und Backstreet Boys und O-Town war ich schon sehr überzeugt. Warst du, glaube ich, nicht die Einzige? Ja, könnte eventuell sein, ja. Spielt denn damals schon Schlager bei dir eine Rolle? Damals noch nicht, muss man aber dazu sagen, damals war ja auch der Schlager jetzt für junge Leute eigentlich gar kein, der stand überhaupt nicht im Fokus oder im Interesse der jungen Leute, deswegen war das jetzt für mich gar keine Frage. Der Schlager kam erst so in meiner Musical-Ausbildung, wo ich gemerkt habe, ey, Deutsch singen, das gefällt mir. Da klinge ich auch für mich besser, als wenn ich auf Englisch singe. Und da hat sich das erst entwickelt, dass ich einfach deutsche Musik mache. Ich sage auch oft nicht, ich bin Schlagersänger. Das wird mir auch immer in den Mund gelegt. Eigentlich bin ich eine deutsche Sängerin. Ich singe vom Musical über Schlager, über Pop, alles durcheinander. Natürlich, mein Album selber ist ein reines Schlageralbum. Ja, genauso diese Thematik haben wir auch schon mal thematisiert in unserem Podcast. Mhm. Irgendwie in dem Moment, wo ein Sänger auf Deutsch singt und es ist vielleicht ein bisschen gefühlvoller, ja, es ist direkt Schlager. Wird es sofort Schlager, während es in anderen Ländern ist es dann einfach mal Pop, Punkt. Genau, nichts anderes, genau. Ne? Und da braucht man dann nicht mehr diese Schubladen. Genau, ich mag diese Schubladendenken sowieso nicht, aber es wird ja ein bisschen aufgeknackt in den letzten Jahren, was ich ganz gut finde. Wenn du, Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, wenn du englische Popsongs nimmst und du würdest einen deutschen Text drauf machen, wird es sofort Schlager sein. Aber man braucht noch nicht mal den Beat verändern, gar nichts. Ja. Also das ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite ist es so, wie es ist. Ne? Also. Es ist, wie es ist, aber wenn man wirklich mal guckt, auch so bei den Helene Fischer-Konzerten oder sonst wie, der Altersschnitt ist ja sehr weit runtergegangen und ich glaube, gerade die jungen Leute verstehen das auch mittlerweile. Entweder gefällt dir Musik oder sie gefällt dir nicht, egal ob das Schlager ist oder Pop oder sonst was. Das ist eine sehr schöne Einstellung. Genau, ja, das ist ja wirklich so. Musik muss gefallen und die muss in eine Schublade passen, Punkt. Ja. Das stimmt. Gut, also 2015 hast du dann quasi den Entschluss gefasst, also so ungefähr, ne? Also Pi mal Daumen, jetzt, dass du jetzt ein Album machen möchtest. Als du das erste Mal irgendwie deinem Umfeld gesagt hast, wie haben die reagiert? Wurdest du da von Anfang an unterstützt oder wurde erstmal gesagt, ja, wieso, ne, muss doch jetzt nicht sein, dass du ein Album machst, mach doch deine Musical, weil du machst jetzt da die Ausbildung oder das Studio, mach doch das weiter oder wie war so die Reaktion? Also die Reaktion war durch die Bank positiv, weil meine Freunde, meine Familie, denen ich das erzählt habe, die haben gesagt, ja super, endlich. Die haben auch noch mehr darauf gedrängt, als dass ich mich erstmal getraut habe. Weil so was Eigenes machen ist natürlich was anderes, als Sarah Schiffer auf der Bühne zu stehen und nicht als eine Rolle, die man spielt. Das ist schon was anderes. Und als ich dann damit angefangen habe, kam die Resonanz, habe ich die ersten Lieder zusammengesucht und geschrieben und habe mich einfach damit beschäftigt, dass da hängt ja sehr, sehr viel mit
hinterher, was die Leute gar nicht sehen. Ne? Die Leute hören ein Lied, aber wie es dazu gekommen ist, mit welchen Menschen man sich an einen Tisch gesetzt hat und Ideen gesponnen hat, das sehen die Leute ja nicht. Und das haben natürlich meine Familie und meine Freunde alles mitbekommen und die standen von Anfang an immer hinter mir und haben überall gevotet und was für Zeug hält, bis das dann irgendwann mal so einen eigenständigen Lauf bekommen hat. Woher kam denn, du hast gerade gesagt, dass du mit Leuten am Tisch gesessen hast, woher kamen denn die Ideen für wahrscheinlich deine eigenen Erlebnisse wirst du ein Stück weit mitverarbeitet haben, nehme ich mal einfach an. Aber gibt es da irgendetwas, wo du sagst, hey, daraus ziehe ich so ein bisschen meine Inspiration oder diese Ideen sind in dieses erste Album eingeflossen? Oh, da sind ganz viele Sachen mit eingeflossen. Zum Beispiel mein Song Startbereit sagt ja schon, ist ja die Aussage, hey, ich bin startbereit, um diesen Schritt jetzt mal zu gehen. Ja. Natürlich ist das für mich eine andere Aussage, als wenn ihr den jetzt hört oder Katharina XY, die hat dann ein anderes Empfinden bei startbereit. Für mich war es, startbereit für dieses Album zu sein oder auch freier Fall, wie das Album heißt, ist für mich, ich lasse mich jetzt einfach fallen. Ich habe 2 Jahre Arbeit in dieses Album gesteckt und jetzt, bitteschön, geht's in die Welt hinaus und lass mich einfach fallen und schau mal, was damit passiert. Ob das meine Richtung ist, ob ich dahinter stehen kann, wie es eben bei anderen Leuten ankommt und ob es dann auch weitergeht. Ist aber übrigens ist auch mein... Ist es dann wirklich ein Fallen lassen, so von wegen laufen lassen, oder hat man einfach nur tierische Angst? Das Album ist raus, oh Gott, wie sind die Reaktionen? Wie verkauft sich das? Was sagen meine Freunde, wenn sie das fertige Produkt sehen? Was schreiben die Leute bei Amazon drunter als Beispiel? Hat man nicht auch ein bisschen Angst davor? Also ich muss ehrlich sagen, Angst hatte ich nicht. Angst habe ich mehr jetzt beim zweiten Album, weil ich bin an die ganze Sache mit einer gesunden Naivität rangegangen. Ich habe gesagt, ich probiere das aus. Habe natürlich auch wahnsinnig viele Fehler gemacht, die man als Newcomer macht, weil man einfach nicht weiß, wem kann man vertrauen, was ist richtig, welcher Weg ist richtig, sind die Songs das, was die Leute hören möchten, und ich habe einfach nur aus meinem Bauchgefühl gehandelt. Und ich denke mal, das war alles ganz in Ordnung und okay, wie es gelaufen ist, und ja, man lässt es fallen, aber man lässt es fallen und hofft, dass es natürlich schön weiterfliegt und nicht auf den Boden aufknallt. Aber Angst hatte ich in dem Sinne nicht, nein. Angst, beziehungsweise nicht Angst, sondern so ein bisschen mulmiges Gefühl hat man, wenn man jetzt weitergeht, weil man muss, auf der einen Seite hat man ja seine Fans, die man schon hat, die möchte man nicht enttäuschen. Auf der anderen Seite möchte man sich ja auch weiterentwickeln und auch schauen, dass man eben noch mehr Leute erreicht mit dem nächsten Album. Und die Erwartungshaltung ist einfach eine andere als am Anfang. Am Anfang war es so, Welpenschutz, ja, mach mal, Sarah, das wird schon irgendwie klappen. Das ist, glaube ich, auch immer so ein Problem, was viele Künstler haben, dass das erste Album vielleicht auch ganz gut ankommt und dass man so eine Erwartungshaltung damit schafft. Und wenn man sich dann als Künstler selber weiterentwickelt und vielleicht als zweite Album einen anderen musikalischen Stil auch hat, dass man dann ein Stück weit die Leute verliert, die das erste Album gefeiert haben, weil die sich dann nicht mehr drin wiedererkennen. Ne? Das ist so ein bisschen... Ja. Wobei man vielleicht damit auch wieder andere erreicht. Also ja, wie eben schon gesagt worden ist, Musik muss einem gefallen und da können eben auch andere dazukommen, wenn der ein oder andere wegfällt. Naja, es bringt ja auch nichts, man entwickelt sich auch selbst weiter. Ne? Also bringt ja nichts zu sagen, okay, jetzt habe ich diese Schiene, die war erfolgreich, die mache ich jetzt weiter, egal ob es noch mein Stil ist oder nicht. Ne? Man muss ja auch selbst treu bleiben, wenn man das schafft, Respekt. Richtig, genau. Mein Lieblingslied von dem ersten Album ist tatsächlich, ich habe es heute nochmal gehört, habe es jetzt, glaube ich, weiß nicht, bestimmt schon 10, 12 Mal durchgehört. Ach, du warst bei Spotify. Ja, ich heute aber auch. So ist es nicht. Oh, ja, dann muss ich mal gucken. Ist auch tatsächlich startbereit. Meine Frage wäre, hast du da sehr viel Persönliches von dir gerade in dieses Lied einfließen lassen? Weil das klingt so auch so ein Stück weit, also du sagst zum Beispiel, dass du
also entweder du oder dein lyrisches Ich, alle Deutsch-LKler wissen, wovon ich sagt, du hast falsch geliebt, du hast vielleicht in der Vergangenheit nur geübt, aber jetzt bist du an einem Punkt, wo du leben willst, wo du dich nicht mehr verbiegen willst, wo es quasi auf neu, auf Start resettet wird. Ist das so ein Stück weit auch eine Zäsur in deinem Leben gewesen, die zu diesem Lied geführt hat? Oder ist das einfach nur, weil es einfach guter Text ist und du fandest, dass das passt? Also man muss dazu sagen, ich habe ja auf dem Album, auf meinem alten Album, nur einen Song selber geschrieben. Die anderen Songs habe ich zwar nicht selber geschrieben, aber habe sie mit erarbeitet, beziehungsweise habe natürlich viel zugeschickt bekommen, wo Leute sagen, hey, magst du den nicht? Und da habe ich gesagt, ja, aber die und die Stelle würde ich gerne noch verändern. Deswegen ist natürlich nicht jeder Song wortwörtlich von mir, aber ich stehe hinter jedem Song und für mich hat auch jeder Song irgendeine bestimmte Bedeutung. Viele Dinge sind eben nur aus dem lyrischen Ich erzählt. Um das mal zu sagen. Manche Dinge sind mir selber passiert. Genau. Manche Dinge sind mir auch selber passiert, wo ich sage, ey, da kann ich mich total mit identifizieren. Mittlerweile, auch wenn das nicht meine Worte sind, die ich geschrieben habe, sind das aber meine Worte, wo ich sage, das ist wie, als ob ich selber geschrieben hätte. Und mir sind auch viele Dinge, wie gesagt, auch tatsächlich so passiert, die ich nicht alle verraten werde, natürlich. Aber die natürlich mega persönlich sind. Was aber im zweiten Album wieder ganz anders sein wird, weil da ist wirklich jeder Song von mir geschrieben mit anderen Songwritern zusammen, die wunderbar sind, wo ich gerne gleich mal drauf zurückkomme, weil ich sehr, sehr glücklich gerade bin, diese Chance zu bekommen. Und dadurch, dass jeder Song eben selbst geschrieben ist, hat er nochmal eine ganz andere Tiefe und Bedeutung als jetzt vom ersten Album. Ja, ich würde mal sagen, wir wollten über das zweite Album tatsächlich noch mit dir sprechen. Ja. Klar. Aber ich glaube, das muss raus jetzt bei dir, kann das sein? Was denn? Das zweite Album? Das zweite Album, genau. Wollen wir das einfach mal vorschieben? Ja, das wäre schön. Also du arbeitest jetzt im Moment, stand jetzt am neuen Album. Genau. Ich arbeite im Moment am zweiten Album, habe die Chance bekommen, bei Tinseltown Music mit den Produzenten zusammenzuarbeiten. Die haben zum Beispiel, die sitzen in Köln und haben zum Beispiel den Grafen groß gemacht. Die haben Roger Cicero haben sie gemacht. Sie machen von Malte Kelly ganz viel. Also sind richtig bekannte Leute. Und vor allen Dingen auch sehr, sehr gute Musiker. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich gerade mit den Songwritern da zusammenarbeiten darf, dass mir die Chance gegeben worden ist. Wir arbeiten so ungefähr jetzt fast ein halbes Jahr zusammen und das ist mitunter die schönste Zeit, die ich jetzt bis jetzt hatte, wenn es um Musik geht. Also es ist wirklich sehr erfüllend gerade. Wann kommt denn das zweite Album? Es steht noch gar nichts Genaues fest, aber die erste Single aus dem Album, die wird im Oktober erscheinen. Und das Album dann aber wahrscheinlich im nächsten Jahr dann schon, genau, im Laufe des Jahres. Genau. Ne? Ja, wir werden, ich wollte ihn unterbrechen. Ach nee, Quatsch, alles gut. Ich quatsch so viel, da kannst du auch mal was dazwischen sagen. Da bist du noch. Nee, darf denn schon sagen, wie die neue Single heißen wird? Regenbogenherz wird die Single heißen, genau. Hört sich schön an. Und jetzt rede bitte weiter, Entschuldigung. Mir ins Wort gefallen. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass wir jetzt so in den nächsten Monaten immer mal wieder was rausbringen werden, neue Singles rausbringen werden, was ich beim alten Album nicht so viel gemacht habe. Da hatten wir, ich glaube, 4 Auskopplungen, aber über diese 2 Jahre hinweg. Und jetzt werden wir wirklich jeden Monat oder jede anderthalb Monate eine Single raushauen, weil einfach so viele tolle Songs auf diesem Album schon entstanden sind und noch entstehen werden. Wir sind ja noch immer noch im Arbeitsprozess sozusagen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das bei den Leuten ankommt, weil es, wie gesagt, es ist immer noch die Richtung, die man von mir kennt, aber ich glaube noch mal ein bisschen tiefer gegraben als beim ersten Album. Das wäre auch genau meine Frage gewesen. Das erste Album hat wirklich sehr, sehr viele gute Songs, auch einzeln betrachtet. Eigentlich fast jeder Song gefällt mir. Aber jetzt in der Zusammenstellung ist es ja dann schon, geht es in fast jedem Song um Liebe, um Sehnsucht, also diese ganz klassischen Schlagerthemen. Wird das im zweiten Album ein bisschen facettenreicher, möchte ich sagen, ohne das jetzt abwerten zu wollen, das erste Album. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und ich kann dir auch direkt Ja darauf antworten. Weil das genau das ist, was ich
was ich für das Album jetzt ja vorhatte. Es werden nicht nur Liebeslieder drauf sein, sondern auch, es wird einen Song geben, der mit Trauer verbunden ist. Also mit, wenn man einen Menschen wirklich durch Tod verliert. Es wird aber auch ein schöner, typischer Hochzeitssong drauf sein. Es wird etwas über Verflossene drauf sein, aber auch was für die Zukunft. Und grundsätzlich Regenbogenherz zum Beispiel ist eigentlich kein Liebessong, sondern eher so ein, hey, in uns allen steckt ein Regenbogenherz, wir müssen es einfach nur zeigen. Mhm. Also das ist die Aussage. Schön, wir sind gespannt. Ich auch. Also, ich habe tatsächlich vorher die CD schon mal gehört, wir haben ja schon mal über dich gesprochen und dann heute natürlich meine Vorbereitung auch nochmal im Auto schön gehört. Also meine Spotify-Sense hast du heute verdient, also durch mich. Zwei Sense wahrscheinlich, ja, immerhin. Was ich wirklich nicht verstehen kann, das ist nicht, um dir nach dem Mund zu reden. Ne? Also, klar, du bist zu Gast, also lobt man. Nee, aber ich höre mir das einfach mal an und denke, wieso steht, ich werde jetzt mal ganz drastisch, wieso steht da eine Beatrice Egli bei Florian Silbereisen und du nicht? Ja, das also, frage nichts, ich mich auch. Nein. Ja, natürlich, aber ja. Nichts gegen Beatrice Egli, alles super, ich falsch verstehen, aber das hat mich, also es ist ja nicht schlechter. Mhm. Wenn du dann mal die ewige Gästeliste, weißt du, wo Florian Silbereisen oder Carmen Nebel siehst, denkst du dann auch manchmal, Alter, wieso denn ich nicht? Also klar denkst du dir das, aber kriegst du manchmal ein bisschen die Wut dann vielleicht auch? Nein, überhaupt nicht. Okay. Also als allererstes möchte ich mal sagen, jeder, der das schafft, da reinzukommen, den gönne ich das, weil ich weiß, wie hart dieses Geschäft ist. Das Geschäft hat ganz, ganz viel mit Arbeit zu tun, aber auch mit ganz viel Glück und dem richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Das Glück hat halt nicht jeder. Das heißt aber nicht, dass man unerfolgreich ist oder jetzt nicht auf mich bezogen, sondern allgemein. Es gibt ja wahnsinnig viele Sängerinnen und Sänger, die diesen Weg versuchen, teilweise dran scheitern, aber teilweise auch auf ihre Art und Weise erfolgreich sind. Und da stelle ich mir dann auch die Frage, was heißt denn Erfolg? Heißt Erfolg nur, bei Carmen Nebel aufzutreten oder dass mein Album Gold ist oder heißt Erfolg, dass ich von dem, was ich mache, meine Miete zahlen kann, ein schönes Leben führen kann und dass ich eine Glückseligkeit empfinde, wenn ich meinen Beruf ausübe. Und ich für mich habe das festgestellt, dass das für mich erfolgreich ist. Und ich nehme jeden Schritt, der nach vorne geht, mit Dankbarkeit an. Aber wenn es auch mal nicht funktioniert, das muss man ablegen. Das hatte ich am Anfang auch, dass mich Dinge geärgert haben, warum ich das nicht geschafft habe, warum ich das nicht bekommen habe. Das muss man ablegen, weil das macht einen wahnsinnig auf Dauer. Und so bin ich persönlich nicht und ich kann ihr jedem nur raten, ärgert euch mal kurz drüber, aber dann weitergehen und denken, ja, aber ich mache doch das, was mich glücklich macht. Ich stehe jede Woche auf der Bühne, da die Möglichkeit haben andere Künstler nicht. Es gibt auch Musiker, die schimpfen sich Musiker, aber arbeiten nur im Studio oder nur für sich zu Hause und verdienen damit keine müde Mark. Und das ist ja unerfolgreicher, als wenn ich sagen kann, hey, ich mag das, was ich tue, ich verdiene da mein Geld mit und es geht mir gut damit. Also kleiner Tipp, wenn du irgendwann mal keine Lust mehr hast auf Musik, du strahlst so viel positive Energie aus, schreib ein Buch. Ja, oder ich werde Yoga-Lehrerin oder so. Yoga-Lehrer. Nein, das meine ich wirklich mit allem Respekt. Ich finde das fantastisch, diese Einstellung. Ich glaube, das hat auch nichts mit Schlager zu tun, sondern allgemein. Ja. Pass mal auf, guck mal an, was du hast. Damit kannst du auch zufrieden sein. Und man muss sich nicht mal messen mit denen, die dann nochmal eine Stufe höher sind. Ne? Genau. Man soll sich nicht so beärgern und das allerhöchstens als Ansporn nehmen, zu sagen, okay, ich arbeite weiter und gucke, was ich erreiche. Ne? Genau. Ja, find ich ganz toll, die Worte. Ja, und dann ist es halt tatsächlich so mit dem entscheidenden Quäntchen Glück, ne? Weil es wahrscheinlich auch viele Sänger gibt, die auf einer Stufe stehen vom Talent her, aber dann trifft man halt dann im entscheidenden Moment die richtigen Leute oder landet einfach in Hits, ohne es vorher
ohne es vorher geahnt zu haben. Das ist ja auch gerade heute, es gibt ja tatsächlich auch Leute, die irgendwie ein Lied auf YouTube hochladen und auf einmal hat das irgendwie 5 Millionen Klicks oder was auch immer. Das kann man sich dann teilweise gar nicht erklären, wie das dann kommt, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht einfach. Ne? Genau. Wenn man das wüsste, wenn es dann ein Rezept gibt, dann glaube ich, wären viele Geschäftsmänner jetzt schon dahinter, um das jetzt auszuprobieren. Aber da gibt es kein Rezept. Es gibt einfach nur, sage ich mal, man muss ein Durchhaltevermögen haben, man muss konstant immer Sachen rausbringen und einfach da sein und eine gute Arbeit leisten. Und wie gesagt, dann kommt entweder das Quäntchen Glück oder eben auch nicht. Schön, einfach nur schön. Hast du dich eigentlich schon mal auf der Autobahn selbst überholt? Was meinst du jetzt? Also ich habe ja tatsächlich, das war, wie lange ist das her? Zwei oder drei Monate, A4 war es, glaube ich, oder A3, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Da habe ich einen LKW gesehen und ich habe mir sagen lassen, es ist nicht der einzige. Ja, und da warst du hinten drauf oder hinten und an der Seite, glaube ich, drauf. Mhm. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, aber direkt bei der Fahrt verbotenerweise mein Handy rausgeholt. Wollte ich gerade sagen. Das war der Beifahrer. Ja, war der Beifahrer. Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ist eigentlich eine banale Geschichte. In der Familie haben wir eine Spedition oder hatten wir eine Spedition und wir haben gedacht, was können wir denn machen, damit die Sache auffällt? Ja, klatschen wir den Kopf einfach hinten auf die LKW. Und so ist was gekommen. Und wir fahren, glaube ich, im Moment immer noch 11 LKWs in ganz Europa sogar dann rum. Und es ist immer noch komisch, wenn ich einen auf der Autobahn sehe, da denke ich, oh, guck mal, das bin ich. Ich erkenne mich tatsächlich auch selber nicht wieder, muss man auch sagen, weil dieses Foto schon sehr gut retuschiert ist. Aber, und in der Größe natürlich. Ja. Aber ich würde mir das vorstellen. Ja, aber es ist sehr lustig. Und ich bekomme auch immer wieder Nachrichten oder Fotos, natürlich nur von den Beifahrern, die dann den LKW irgendwo gesehen haben. Und das ist ja ein schönes Gefühl, muss man sagen. Ja. Nee, wir machen ja auch alle nichts Verbotenes. Und ich weiß ja, du bist auch noch nie zu zweit auf einem E-Scooter gefahren. Ist das ein Insider? Das ist ein Insider. Das hast du bei Instagram gesehen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Nee, live tatsächlich nicht. Ja, sehr schön. Also das heißt, nächstes Jahr können wir uns dann auf neue Musik von dir freuen. Sind super gespannt. Dieses Jahr schon, genau. Dieses Jahr auf neue LKWs, aber nächstes Jahr auf ganz viel neue Musik von dir. Ja, genau. Dann sitzt auch keine LKWs mehr, wo das Konterfeld drauf ist, dann wird es die Lufthansa sein, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich frage da mal an. Genau. Was wir auch immer gerne in dem Podcast machen, ist mal ein bisschen tiefer in diese ganze Schlagerwelt einzudringen. Es ist ja, also uns kommt es so vor im Podcast immer, auch wenn auf Instagram, wenn wir dann was posten, dass die Schlagerwelt allgemein schon immer so sehr auf Harmonie und heile Welt aus ist. Also so, wir haben ja vorhin gesagt, Schlager könnte auch Pop sein, aber im Pop, vor allen Dingen im amerikanischen Pop, gibt es ja sehr oft auch, dass sich verschiedene Künstler anfeinden. Mhm. Hast du bestimmt auch schon, Katy Perry und mir fällt es jetzt gerade nicht mehr genau ein, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. So Zickereien, ja. Zickereien oder dann gab es ja dieses zwischen Lady Gaga und Madonna gab es ja mal so einen großen Zickenkrieg. Wieso ist es eigentlich so, dass bei der Schlagerwelt alles immer so auf heile Welt gemacht wird? Wir haben uns mal ein paar Rezensionen auch auf anderen Schlagerseiten, also auf Schlagerseiten jetzt über Alben rausgesucht. Es gibt eigentlich nie oder fast nie eine negative Kritik zu einem Schlageralbum. Also jedes Lied ist immer toll, jedes Lied ist immer gut. Hast du da irgendeine Erklärung für? Weißt du, wie sowas kommt? Nervt also dich das? Findest du das okay? Findest du das gut? Also zu den Rezensionen selber, da also jetzt nicht, welche du gesehen hast, aber es gibt auch schlechte Rezensionen, die habe ich auch schon. Nicht zu deinem Album unbedingt, aber ich meine allgemein. Also warum die Schlagerwelt so eine heile Welt ist, das kommt, glaube ich, vom Ursprung des Schlagers. Ne? Also der Ursprung des Schlagers ist ja wirklich die Volksmusik. Und ich meine, allein wenn du jetzt an einen bayerischen Urlaub denkst, ja, da denkst du ja an, ach, wie schön und friedvoll das alles ist. Und da stelle ich mir ja die Volksmusik vor und da ist alles einfach anders als im Rest der Welt.
Und so ist ja auch der Schlager irgendwie entstanden. Ich glaube, heute gibt es auch viele Schlagersongs, die ins Negative gehen. Und es gibt auch im Schlager viel Gezicke, auch offensichtlich. Also das ist, glaube ich, nicht mehr so, dass man sich da nicht anfeindet. Also ich habe jetzt kein Beispiel im Kopf, wenn ihr mich das fragen wollt, aber ich kann mich erinnern, dass da immer mal wieder Zickereien waren. Wenn man jetzt auch noch in den Ballermann-Schlager geht, ist ja nochmal, da wird doch ständig gezickt. Also ich sehe das eigentlich nicht so, dass das eine super heile Welt ist, aber ja, grundsätzlich die Schlagermusik, mal abgesehen von den Künstlern, ist schon ein Portal im Prinzip, wo die Menschen sich irgendwie eine heile Welt zusammensuchen. Mhm. Und das ist auch ja ein Stück Heimat auch. Ne? Es ist ja deutsche Musik, Schlagermusik ist nun mal deutsch. Und da suchen sich die Leute eben ihre Heimat irgendwie und was Friedvolles. Weil ich denke halt so gerade deutsche Popmusik, um es jetzt mal so zu nennen, er kann ja eigentlich auch immer so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft sein. Und wenn vielleicht in der Gesellschaft nicht immer alles so toll läuft, dann kann das ja auch eigentlich sich im Schlager ein Stück weit wiederfinden. Und das tut es meines Erachtens noch nicht so. Ja, das stimmt. Das so kann krass, sein, ja. Wie es vielleicht sein könnte. Ja. Ich meine, Schlagermusik wird auch gemacht, um verkauft zu werden. Und du machst die Musik, die gehört werden will. Eben, also, genau. So blöd es klingt. Also wenn da ein Markt sein sollte für kritischen Schlager, dann wird dieser Markt auch bedient werden, weil damit Geld verdient wird. So blöd klingt dann auch. Ne? Genau. Und ich glaube, dieser Markt dürfte relativ klein sein. Ja, das glaube ich auch. Hast du zum Beispiel, um jetzt mal ein bisschen bei dem Thema zu bleiben, also ein bisschen in eine andere Richtung auch gleichzeitig zu gehen, Vanessa Mai hat ja mit Oleg Session ein Lied gemacht vor einigen Monaten. Mhm. Wie findest du denn sowas? Finde ich cool. Finde ich mega, weil da einfach Schubladen geöffnet werden, Schranken durchbrochen werden. Das ist einfach mutig und ich bin mir sicher, dass es vielen Leuten auch nicht gefallen wird, aber ich finde es gut, dass es gemacht wird, weil irgendeiner muss immer anfangen, egal in welche Richtung, ob man jetzt Schlager mit Heavy Metal koppelt oder Pop mit Musical oder was auch immer, dass eben da diese Grenzen einfach nicht mehr so gesetzt werden und dass auch ein cooler Rapper nicht sagt, oh, die olle Schlagersängerin, was will ich damit, sondern sagt, hey, das kann coole Musik werden und nicht, es geht nicht um das Genre im Prinzip. Genau. Das ist ja genau das, ne? Zum Beispiel in den USA gibt es ja eigentlich fast kein Pop-Album mehr, wo nicht irgendein Feature-Gast aus dem Rap ist. Ne? Das ist ja eigentlich gang und gäbe. Selbst Ed Sheeran hat ja mit von bis allen Leuten zusammengearbeitet. Ne? Also in jedem Genre ist er da vertreten. Das finde ich einfach mega. Also sowas gefällt mir gut. Würde ich auch gerne mal machen. Wir hatten tatsächlich auch schon vor einigen Wochen mal einen Brief bekommen oder eine E-Mail bekommen, die noch so ein bisschen gezeigt hat, dass es aber durchaus beim Schlager noch sehr, sehr viele, ich will es mal konservative Kräfte gibt. Da war, glaube ich, ein Auftritt vom, was war das, Herr Vogel, ich glaube, immer wieder sonntags. War die Tattoo-Sache, oder? Genau, die Tattoo-Sache. Ja, hat sich eine Hörerin unseres Podcasts darüber aufgeregt, dass bei immer wieder sonntags, ich weiß gar nicht, wer es war, weil ein Künstler aufgetreten ist, der Tattoos hat. Und deshalb würde sie das nicht mehr angucken. Menschen, die Tattoos haben, wären für sie primitiv. Da fällt einem nicht mehr so ganz viel zu ein. Dann auch ernst zu bleiben. Ich glaube, wir haben das Thema auch nicht wirklich so ganz ernst genommen. Nee, das kann man, glaube ich, auch nicht ganz ernst nehmen. Jeder hat so seine eigene Meinung natürlich und die soll man akzeptieren, aber Tattoos gehören zur Gesellschaft oder zu unserer heutigen Gesellschaft dazu. Ich persönlich habe keine Tattoos, will mir auch keins machen lassen, heißt aber nicht, dass ich jemanden verurteile, der eins hat. Also gehört davon dazu. Sind wir auch nicht ausgegangen. nee, aber das ist natürlich eine sehr konservative Einstellung, aber hat ja im Prinzip nichts direkt mit der Musik zu tun. Nee, weil wenn die Frau die Augen zumacht und dem Herrn dann zuhört oder der Person, die da gerade ihren Song repräsentiert, vielleicht hätte es dann doch gut gefunden. Ja, ich finde es auch gar nicht schlimm, dass jemand sagt, boah, ich finde Tattoos nicht so schön. Ich bin auch so, dass ich sage, ja Gott, ich möchte es nicht haben und ich habe auch keine. Nur, dass sich jemand
das sieht, sich aufregt, den Rechner einschaltet und es kommentiert. Da muss ja so ein Groll sein, den ich für mich nicht verstehen kann. Also anstatt einfach zu sagen, komm, ich schalte auf im ZDF-Fernsehgarten, ich schalte immer wieder sonntags weg. Und das ist dann auch so eine Sache, so eine Intoleranz. Ich glaube nicht, dass das repräsentativ ist für den deutschen Schlager, auch nicht für die Schlagerfans, aber die da auch noch leider Gottes zu vertreten ist. Ja, ja. Aber lief ja sonntags, vielleicht hatte die Dame nichts anderes zu tun. Das halten wir zugute, selbstverständlich. Vielleicht gab es auch morgen schon der ein oder andere Prosecco und dann mussten die Emotionen raus. Das ist auch alles in Ordnung. Ja, natürlich. Ja. Wird denn eigentlich, wenn du so bei Veranstaltungen auftrittst, mit anderen Schlagerstars, du bist ja auch mal mit Simino Rossi aufgetreten, im Vorprogramm, genau, wird da auch zum Beispiel über Politik geredet? Nein. Also über Politik habe ich tatsächlich noch nie mit irgendwelchen Künstlern gesprochen. Ich bin auch da auch ganz ehrlich, über Politik halte ich mich auch in der Öffentlichkeit raus, weil ich finde, das ist etwas, das muss jeder für sich, also jetzt sage ich mal, wenn man wählen geht, finde ich, muss das nicht jeder rausprallen, was er wählt. Es sei denn, man möchte sich auf eine Diskussion einlassen und da bin ich immer gerne die, die sagt, alles klar, über gewisse Dinge können wir diskutieren, aber ich muss auch nicht mit jedem über meine politische Einstellung reden und diskutieren. Also wir wollten dich jetzt auch nicht zu einer politischen Äußerung. Nee, das wollte ich auch gar nicht damit sagen. Ich will damit sagen, Backstage hat das eigentlich nichts zu suchen, so in dem Sinne. Also so Smalltalk-mäßig, Mensch, hast du letztes Mal die Bundestagswahl gesehen und sonst irgendwas, dann auch nicht, das ist dann das künstlerische Wetter. Backstage hat das nichts zu suchen. Also es wird Backstage tatsächlich viel über Musik gesprochen, also mit Semino habe ich mich sehr gut unterhalten über Musik und er ist auch ein wahnsinnig, wahnsinnig toller Mensch, muss ich dazu sagen, also bei vielen Künstlern, die sind ja so nach vorne super nett und hintenrum ganz anders, aber Semino ist wirklich sehr nett, aber man unterhält sich da in erster Linie über, sagen wir mal, die Familie, über was jetzt gerade auf der Bühne passiert ist, ob man nervös ist, man nimmt sich so ein bisschen gegenseitig die Nervosität, denn auch er ist nervös vor Shows. Also Politik spielt da eher weniger eine Rolle. Ja, ist ja auch, hat uns immer interessiert, ob sowas vielleicht auch hinter der Bühne so thematisiert wird. Passiert bestimmt auch, mir ist es nur noch nicht passiert. Ja, okay. Mit welchem Künstler würdest du denn mal gerne, wir haben ja gerade über das Feature gesprochen, Alex Hesch, Vanessa Mai, gibt es irgendeinen Künstler, jetzt einfach grüne Wiese, ob das jetzt jemals Realität wird oder nicht, egal, mit welchem Künstler würdest du denn mal gerne zusammenarbeiten? Wenn du sagen würdest, hier, den hätte ich gerne mal bei mir auf dem Album oder ich auf seinem Album oder wie auch immer. Wird mir sofort Mark Forster einfallen. Okay, wieso? Ich finde, das ist ein unglaublich toller Künstler, ein Sonnenkind. Ich mag so positive Menschen, die auch, auch mal den ein oder anderen kecken Spruch bringen. Ich habe ihn vor 2 Wochen oder 1,5 Wochen in Aachen live gesehen. Ich finde seine Shows mega geil. Und er textet ja auch tatsächlich für zum Beispiel Mary Rose zum Beispiel. Das weiß man ja auch so gar nicht, ne? Aber er ist ja auch Texter für Mary Rose. Fände ich mega interessant, mit ihm mal zusammenzuarbeiten. Ich habe vor 3 Wochen mit Gregor Meile ein Interview geführt und habe mit ihm zusammengesungen. Das war auch sehr schön und hat mich sehr gefreut, dass er sich da spontan hat drauf eingelassen hat. Das war jetzt kein Deutsch, ne? Aber ihr habt mich verstanden. Ja, alles gut, alles gut. Aber Mark Forster ist ja auch realistisch, oder? Also eventuell mal zukünftig. Ich dachte, es kommt jetzt Elvis Presley oder sowas. Hätte ich gesagt, den Zahn müssen wir ziehen. Ja, also was heißt realistisch? Ich bin nicht die sagt, mit mir werden die auf jeden Fall zusammenarbeiten und das werde ich auf jeden Fall schaffen. Wenn es so kommt, mega. Also wird ein kleiner Lebenstraum wahr. Aber natürlich ist der ein Megastar in Deutschland. Da kommt man jetzt nicht so leicht dran. Aber so 2 Sonnenkinder auf der Bühne. Wäre schon was, ne? Ja, aber das ist interessant, ne, wenn man mal sieht, für welche Künstler dann quasi andere Künstler die Lieder geschrieben haben. Ich glaube sogar,
Echo Fresh hat für Yvonne Katterfeld das Lied geschrieben, mit dem sie da auch den Preis gewonnen hat. Also es ist schon interessant, wenn man das so sieht, ne? Dass das auch quasi über andere Genres hinweg dann Lieder geschrieben werden. Das ist hinter den Kulissen also noch viel krasser, also nach vorne hin. Auch Sido schreibt zum Beispiel Schlager. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil es in erster Linie gar nicht zu dem Künstler passt. Aber es gibt ja immer das Bild, was ein Künstler nach außen hin von sich gibt und dass ein Künstler nochmal hin Backstage im Prinzip ist. Das heißt jetzt nicht, wie der menschlich ist, sondern ein Künstler bedeutet ja auch, wenn du wirklich Künstler bist, bist du offen für viele Musikrichtungen. Du musst dich halt nur nach außen meistens für eine entscheiden, weil das eben verkäuflich ist dann auch nur. Weil wenn du so einen Blumenstrauß an Schlager, Techno und Heavy Metal machst, dann weiß der Zuhörer ja gar nicht, wonach er sich richten soll, wenn er eine CD von dir kauft. Ja, und richtig. Genau, deswegen ist das hinter den Kulissen oft sehr gemischt, ein bunter Obstkorb. Das heißt, du könntest durch, vielleicht schreibst du ja mal irgendwann für eine Death Metal Band ein. Wer weiß. Wer weiß. Und wir sind ja beim Thema. Was einfallen. Da sind wir auch wieder beim Thema Geld. Wenn dann so ein, ich überspitze mal, ein Gangster-Rapper gefragt wird: Mensch, willst du fürs neue Helene Fischer-Album ein Lied schreiben? Da verdient man ja auch nicht schlecht dran. Mit Sicherheit. Ne? Ja. Ich denke mal, Songwriter für Helene. Wären viele gerne. Genau, und dann taucht halt auf der CD dann nicht der richtige Name auf, sondern Künstlername oder sonst irgendwas. Und dann ist ja alles in Ordnung. Ne? Genau, genau. Ja, sehr schön. So, Sarah, Thema, was uns auch im Vorfeld wirklich auch interessiert hat, weil es auch sehr offensichtlich ist bei dir, ist, dass du vegetarisch oder sogar vegan lebst. Ich glaube vegetarisch. Richtig? Vegetarisch, genau. Seit wann machst du das? Seit wann lebst du vegetarisch? Ich mache das schon ziemlich lange, und zwar seit meinem 9. Lebensjahr. Okay. Also ganz schön lange. Ich kann mich nicht erinnern, wie es anders war, sagen wir es mal so. Und die Eltern auch vegetarisch? Nein, ich bin die Einzige aus der Familie, die vegetarisch lebt. Und ich habe bis heute auch keinen bekehren können. Okay. Nervt es dich denn, auf sowas angesprochen zu werden? Jetzt nicht von uns natürlich, aber ich habe auch in meinem Freundeskreis Vegetarier oder auch Veganer, und da gibt es ja auf jeder Grillparty immer diese Fragen, die auch teilweise komplett abstrus sind. Mhm. Zum Beispiel, wieso grillst du dir ein vegetarisches Steak, wenn du Vegetarier bist? Die Antwort liegt ja eigentlich auf der Hand. Man kann ja auch auf den Geschmack von Fleisch stehen, aber trotzdem keine Lust haben, dass Tiere dafür sterben. Aber nervt dich das, dass man so als Exot wahrgenommen wird und alle einen irgendwie ausfragen wollen oder belehren oder bekehren wollen oder sagen wollen, warum es eigentlich keinen Sinn macht oder was auch immer? Also darüber sprechen nervt mich nicht, aber was du gerade angesprochen hast, diese überspitzten Fragen nerven mich. Also du würdest auch kein Fleisch essen, wenn du, wenn es nur noch dich auf der Welt gibt und du könntest sonst nicht. Da würde ich denken, natürlich würde ich dann Fleisch essen, weil wenn du auf einer einsamen Insel abstürzen würdest oder so. Weil ich um mein Überleben kämpfen würde, aber wir leben nun mal in einem, nicht nur in einem Land, sondern auf einer Welt, wo Konsum, oder wir vor allen Dingen in Deutschland, für uns ist, wir haben alles im Überfluss. Ich muss es nicht haben. Und ja, der Mensch, wie man sagt, ist, mein Papa sagt immer, ist nun mal ein Fleischesser oder Fresser, wie er es sagen würde. Aber das war vor vielen Tausenden von Jahren, nicht jetzt. Also wir haben einfach die Möglichkeit, da was anders zu machen. Wir müssen das nicht haben. Für mich ist Fleischkonsum etwas, was mit Genuss zu tun hat, aber nicht mit Überleben. Und wenn mich einer fragt, warum isst du ein Veggie-Steak oder ein Veggie-Würstchen, dann sage ich, ja, weil es mir schmeckt. So, und weil auf der einen Seite ich nicht möchte, dass für mich ein Tier stirbt oder gequält wird, und auf der anderen Seite mir aber trotzdem, wie du sagtest, so dieser Geschmack gefällt. Und man muss aber auch dazu sagen, es gibt ja jetzt diese Beyond Burger und so, die fast so ähnlich schmecken, angeblich wie Fleisch. Ich habe ja gar keinen Vergleich mehr. Für mich ist das einfach, mir schmeckt das. Und ich weiß, dass ich das mit gutem Gewissen essen kann. Und ich persönlich, für mich, kann mir einfach nicht mehr vorstellen, dass für mich ein Tier stirbt, nur weil ich das verzehren möchte aus Genuss. Wenn es um Leben und Tod geht, bin ich ehrlich, esse ich natürlich
ein Schwein oder was auch immer. Aber es geht nicht um Leben und Tod. Und solange das nicht der Fall ist, bleibt das bei mir auch so. Also genau, ich klopfe mir dreimal auf Holz. Ich bin da mal ehrlich. Also wenn ich über eine Kirmes laufe und ich sehe einen Bratwurststand, dann ist das bei mir schon ein bisschen um Leben und Tod. Also tatsächlich habe ich hab auch eine ganze Zeit vegetarisch gelebt und ich achte so jetzt nicht jeden Tag, Fleisch muss nicht sein und so, ganz klar, man redet sich das auch schön, alles gut. Aber darauf wollte ich mal zurückkommen, mit 9 Jahren, ich habe ja auch eine kleine Tochter. Was haben denn die Eltern gesagt, als du mit 9 Jahren gesagt hast, nee, ab jetzt keine Bockwurst mehr, ab jetzt kein... Ja, die haben das nicht für voll genommen am Anfang. Okay. Ist ja klar, wenn eine 9-Jährige dir sagt, Mama, ich esse das jetzt nicht mehr, dann sagt die Mama, ja, kannst ja mal machen, mach ruhig erstmal. Da ist eine Phase, ne? Ja. Die wird das schon nächste Woche wieder vergessen haben. Ja, und dann wurde ich kam da drauf, weil ich in der Grundschule haben wir halt gelernt, wo Fleisch herkommt. Finde ich grundsätzlich super wichtig, dass wir das in der Schule schon beigebracht bekommen und dass dann jeder für sich entscheiden kann, kann ich das mit mir vereinbaren oder nicht. Und ich konnte es eben mit 9 Jahren nicht. Wir haben da ein Video gesehen, wie ein Tier geschlachtet wird. Jetzt nicht, es wurde nicht gezeigt, aber ne, dass man wusste, aha, das Schwein, was da lebt, ist da eben tot. So. Und da war das für mich klar, dass ich das nicht mehr möchte. Und aus einer Woche wurde dann ein Monat. Nach einem halben Jahr hat meine Mama dann irgendwann gesagt, nee, Sarah, das geht nicht mehr so weiter. Dir fehlt ja das und das und dies und das, was man alles auch zu sagen bekommt. Ne? Ja. Aber man hat mich davon nicht abbringen lassen. Also da war ich ein Dickkopf, würde ich sagen. Es wird ja jetzt auch teilweise so ein bisschen schwer. Es gibt ja immer mehr vegetarische oder vegane Produkte, zum Beispiel Wurstersatz. Aber habe ich das letztens gesehen im Edeka, glaube ich, oder im Rewe oder wo auch immer, dass ja jetzt sogar Firmen, die Fleischprodukte herstellen, wie zum Beispiel Rügenwalder Mühle, jetzt vegetarische Wurst anbieten. Das heißt im Endeffekt, wenn man dann sowas kauft, ist man ja indirekt zumindest auch wieder an dem Profit dieser Firma beteiligt, die eigentlich damit dann vielleicht auch Tiere schlachtet. Das stimmt bedingt. Bei Rügenwalder Mühle ist es sogar so, ich kann jetzt nur die Infos, die ich habe, aber ist es so, dass die vorhaben, bis, ich glaube, in 1 oder 2 Jahren komplett auf vegane Sachen umzustellen. Das heißt, die haben gar keine Fleischprodukte mehr. Also Das ist ein Erfolg bei denen, das vegetarisch. Genau. Jetzt speziell bei der Firma sehe ich das nicht so, weil man im Prinzip, klar, die können, eine so große Firma kann nicht von heute auf morgen sagen, wir stellen das ein und machen das vegetarische Produkt groß. Das funktioniert nicht, weil dann würde die Firma innerhalb von mehreren Wochen pleite gehen. Das funktioniert nicht. Ich finde es aber gut, dass sie das mit und mit aufbauen. Das finde ich aber grundsätzlich bei allen Firmen, die das machen, dass wir als Konsument überhaupt die Chance haben, so etwas zu kaufen. Als ich mit 9 Jahren angefangen habe, gab es das nicht. Und auch mit 14 Jahren und auch mit 18 Jahren hatte ich das nicht. Da war ich überglücklich, wenn ich irgendwann mal in einem Reformhaus ein Veggie-Würstchen gefunden habe, was irgendwie nach Pappe geschmeckt hat. Und da war ich super glücklich drüber, weil ich kann auch mal grillen. Heute wird es einem sehr einfach gemacht. Deswegen finde ich es sehr gut, dass diese großen Firmen damit anfangen. Hat sich super viel getan. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man jetzt so eine vegetarische oder auch vegane Fleischwurst isst, man schmeckt da nicht wirklich einen Unterschied, weil ich meine, Fleisch schmeckt ja auch fast nach nichts. Es geht ja dann wahrscheinlich auch um die Gewürze in erster Linie. Die Konsistenz muss halt ähnlich sein und dann die richtigen Gewürze und dann passt das einfach. Ne? Genau. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Vegetarier war, das ist schon ein paar Jährchen her, ich bin ja auch ein alter Sack. Wie alt bist du denn eigentlich? Mit was für Leuten unterhalte ich mich hier? 97. Hörst dich jünger an. Danke. War ich mal in der Eifel, in der tiefsten Eifel, war Vegetarier und dann wollte ich halt da im Restaurant was bestellen. Es wurde dann irgendwie die hatten natürlich nichts Vegetarisches. Und die haben mir dann was zusammengestellt, auch sehr liebevoll, will ich nicht sagen, aber es war einfach nur ein bisschen Blumenkohl und was Möhren. Ja.
Ja, da kannst du ein Liedchen von singen. Ja, glaube ich. Aber ich glaube, ich meine, auch selbst wenn ich mal Vegetarier bin, man beobachtet das ja. Also mittlerweile jedes einigermaßen normale Restaurant bietet irgendwas Vegetarisches an. Ja. Nicht nur irgendwas, sondern auch mehrere Gerichte vegetarisch. Genau. Da hat sich unheimlich viel getan, wenn man durch den Supermarkt läuft. Ja. Also was es da mittlerweile gibt, also das ist echt unglaublich. Finde ich aber auch gut. Also ich finde es einfach super, dass der Einstieg, wenn man sagt, man möchte damit mal anfangen, mal locker, dass man sagt, so 2-3 Tage in der Woche verzichte ich mal komplett auf Fleisch. Und dafür ist der Einstieg einfach mega einfach geworden. Das ist, ja, finde ich ganz gut, die Entwicklung. Aber es ist auch wirklich krass, wie ignorant da manche Leute sind. Herr Vogel, gerade das Beispiel, was Sie da gebracht haben. vor einigen Monaten war ich auf Mallorca auch mit einer Freundin, die Vegetarierin ist, und war in einem Steakhouse und sie wollte da was Vegetarisches bestellen, hat dann eine Gemüseplatte bekommen, aber das Gemüse war offensichtlich komplett im Fett von dem Steak gebraten. Und dann dachte ich, was soll das? Also denken die nicht in bis drei, also das ist teilweise schon noch ein bisschen erschreckend, was wie ignorant da manche Leute sind, ob sie es jetzt extra machen oder einfach nicht drüber nachdenken, mag ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber ja, das stimmt aber, ja. Ja. Aber generell einfach mal nicht jeden Tag Fleisch essen, bin ich auch ein Fan von. Muss doch nicht sein. Ich glaube, ich habe mal gelesen. Vorfahren nicht gemacht. Eben, genau. Wir sind eigentlich die extremst viel Fleisch essen. Also meine Oma sagt immer, ja, früher hatten wir vielleicht einmal oder alle 2 Wochen oder nur sonntags mal ein Stückchen Fleisch. Und jetzt, wenn man grillt, da haut man sich ja teilweise 3-4 Steaks dann rein statt eins. Ne? Ja, ohne jetzt zu politisch werden zu wollen. Es ist ja tatsächlich, auch so ein Wohlstandsding. Ne? Ja. Also man hat ein Auto und jetzt ist es inzwischen so, ja, es gibt ja auch super viele Grillzeitschriften. Also vor 10 Jahren gab es keine Grillzeitschrift. Jetzt gibt es irgendwie 20 Grillzeitschriften für Männer dann primär. Und da wird das so ein bisschen gefeiert. Also dieses tolle Steak aus Argentinien, wo das Kilo irgendwie 50 Euro kostet, damit zeigt man dann ja auch irgendwie was. Ne? Und das hat sich so ein bisschen auch verändert in der Kultur, dass das so ein Luxus ist, den man dann aber auch dann zeigen will. Ich gönne mir das tolle Stück Fleisch. Das ist eine Facette. Aber die andere Facette ist ja, geh mal zum Aldi oder zu irgendeinem Discounter, kauf Fleisch. Das kostet ja nichts. Wollte ich gerade sagen. Solange es ja ein Luxus ist, sehe ich das ja noch irgendwo ein. Aber wenn es eben wirklich, wie du sagtest, im Discounter fast nichts kostet und da verdienen ja mehrere Firmen dran, bevor mal das Tier vernünftig gehalten wird, da finde ich, sollte man mal ein bisschen extremer nachdenken als über das T-Bone Steak von keine Ahnung was. Weil ich glaube, das ist noch eher, wo man sagt, das gönnt man sich mal bewusst als die Schinkenplatte, die ich morgens irgendwie auf dem Frühstückstisch habe. Das ist wahr. Und ich finde es manchmal echt erschreckend, wenn man in den Discounter geht und guckt, Grillfleisch abgepackt oder sonst irgendwas. Das kriegst du ja hinterhergeschmissen. An der Tankstelle, ne? Ja. Ja. Mariniertes Steak an der Tankstelle. Also. Ganz spezieller Geschmack. Naja. Jetzt sind wir doch noch politisch geworden. Ja. Ein bisschen. Ja, Vogel, machen wir noch ein kleines Spielchen und dann wollen wir noch ganz kurz über den ersten FC Köln sprechen, bevor wir hier die ganze Nacht durch podcasten. Sarah, wir haben uns ein kleines Spielchen überlegt, gar nichts Schlimmes. Hab dieses Spiel tatsächlich mir auch abgeschaut. Ich habe in einem anderen Podcast, da ging es aber nicht um Musik. Es geht darum, wir nennen dir 2 Begriffe. Mhm. Zum Beispiel jetzt, weiß nicht, Pepsi oder Cola. Mhm. Und du sagst dann einfach Pepsi oder Cola, oder wenn du sagst, nee, das möchte ich nicht beantworten, hast du auch 3-4 Joker und dann sagst du einfach weiter. Wir wollen dich jetzt für nichts zwingen. Okay, ich bin gespannt. Also so schlimm wird es. Sie sind zu zahm, Herr Kaiser, sie sind viel zu zahm. Ja, oh, machen wir jetzt. Wir fangen mal an mit dem ersten. Ja, fangen Sie mal an, Herr Vogel. Ich fange an mit der Frage: Kölsch oder Pilz? Ich trinke kein Bier. Von daher, also Wein, Weißwein. Aber ich würde zum Kölsch tendieren, weil ich schon eine Tendenz zu meinem schönen Köln habe. Sehr schön, dann brauchen wir den Podcast jetzt auch nicht abzubrechen. Das ist sehr gut, ne? So, dann habe ich jetzt Capital Bra oder Shindy? Oha, beides nicht so mein Ding. Beides nicht so dein Ding. Ja. Machen wir mal weiter. Hose oder Rock? Hose. Sehr schön.
Das nächste hatten wir, glaube ich, sogar schon mal angesprochen. Tattoo oder Pepsi? Ja, Pepsi oder Cola. Tattoo oder Piercing? Ja, ich habe, wie gesagt, beides nicht. Finde aber bei einem Mann ein Tattoo ganz gut. Okay. Tja, Pech gehabt, Herr Kaiser. Ja. Herr Vogel hat ja ein riesiges Andrea-Berg-Tattoo auf der Stirn. Oh, das weiß ja. Doch, auf der Stirn. Oh, auf ich der dachte Stirn jetzt hinten als Geweih. Ja, Arschgeweih. Oh Gott. Vielleicht auch, das weiß ich nicht. Ich ja, das ist in Ordnung, ich werde dafür bezahlt. Das ist alles okay. Okay. Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Helene Fischer oder Andrea Berg? Ich tendiere tatsächlich zu Helene Fischer, weil ich einfach auch super gerne ihre Songs singe. Und das eher so mein Fall ist, aber ja, beide sind Schlager-Queens und sind unangefochten beide an der Spitze. Wobei Andrea Berg, das hatten wir ja vor einigen Wochen im Podcast, macht ja 90er-Jahre-Bums-Schlager. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, da gab es einen riesigen Zeitbericht über 3 Seiten, wo ein Zeitjournalist auf dem Andrea-Berg-Konzert war und gesagt hat, dass das irgendwie als 90er-Jahre-Bums-Schlager ist. Die Leute komplett, sie würde da irgendwelche komischen Handbewegungen machen. Und das wäre alles, also das war ein sehr abstruser Artikel, den musst du dir auf jeden Fall mal durchlesen. Ja gut, aber es kommt ja an, von daher kann da jeder schreiben, was er möchte, aber es gibt ja genug Leute, die das schön finden und gerne hören und gerne machen und gerne auf die Konzerte gehen. Das war so ungefähr die Quintessenz unserer Podcast-Folge, als wir das thematisiert haben. Genau. Sehr, als ob ich das alles gehört hätte. Das nächste ist sehr interessant. Ja. Für mich. Wacken oder Musikantenstadel? Musikantenstadel, weil ich da eher auftreten werde als in Wacken. Oh, wer weiß. Wer weiß, was noch kommt. Also Heino war doch auch schon da. Ja, stimmt. Nicht, dass ich mit Heino vergleichen will, Entschuldigung. Aber, das heißt, die sind offen für alles, ne? Also ja, ist doch genau. Schon mal gut. Das sind sie definitiv, ja. Gut, dann nehme ich Wacken. Sehr schön. Im schönen Schleswig-Holstein, kann ich nur empfehlen. Träumer oder Realist? Das ist schwierig. Ich bin eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Ich träume sehr, sehr viel vor mich hin. Deswegen bin ich auch Künstlerin geworden. Aber ich sehe die Dinge schon sehr realistisch, denke ich mir mal. Okay. So. Jetzt kommt eine spannende Frage. Ja, ganz spannend. Spannend. Alle Fragen ganz spannend. Sind spannend. Mit wem wird sie sich verscherzen? Nein. ZDR Fernsehgarten oder sonntags? Ja, das habt ihr recht. Mit wem verscherze ich mich? Immer wieder sonntags, weil ich schon dreimal da war, würde ich natürlich noch mal gerne dorthin kommen. Okay. Das ist ein Argument, auf jeden Fall. Ja, oder? Also, ja. Man muss zu seinen Dingen stehen und zu den Leuten, die einem eine Chance gegeben haben. Was sagst du eigentlich zu diesem Luke Mockridge-Ding im Fernsehgarten? Ich habe das selber nicht gesehen, sondern nachher nur bei Facebook. Mhm. Ich finde es grundsätzlich ja, traurig, dass es sowas geben muss, dass man sagt, man muss sich so über Leute lustig machen, so extrem. Dass es ein abgekatertes Spiel war, von Anfang an war eigentlich ja klar. Mhm. Ich fand es nicht lustig, ich persönlich. Aber in der Sendung wird es vielleicht mal irgendwann gezeigt von ihm und dann wird es lustig dargestellt und dann finden es wieder alle toll. Mhm. Grundsätzlich finde ich es nicht gut, dass man sich auf diese Art und Weise über so eine Sendung und über die Leute dann lustig macht. Okay. Nein. Herr Kaiser, lass mir mal so stehen. Ne? Lass mir so stehen, ja, klar. Kein Problem. Keine Schlägerei jetzt. Nein. Ich hatte schon ein alkoholfreies Kölsch. Ich bin aggressiv. Oh, wei, oh, wei. Schlager oder Pop? Ihr stellt immer Fragen, die kann ich nicht ganz eindeutig beantworten, weil, wie schon in dem ganzen Interview jetzt gesagt, finde ich es schwer zu sagen, ich mache nur Schlager oder ich mache nur Pop oder nur Metal oder was auch immer. Ich arbeite zurzeit in der Schlagerbranche, kann mir aber vorstellen, auch Popmusik zu machen. Dann lassen wir vielleicht die nächste Frage auch sein, ne? Ja, dann lassen wir sein. Ich mache mal erstmal bei der übernächsten weiter. Feiern oder chillen? Feiern.
Ich gehe sehr gerne feiern. Es ist sehr selten, weil ich ja selber viel auf der Bühne stehe an den Wochenenden und selten zum Feiern komme. Und auch wenn ich weiß, ich habe morgen einen Auftritt oder so, ich auch nicht rausgehe, weil dann finde ich immer ein bisschen ängstlich, dass meine Stimme drunter leidet. Weil wenn ich feiere, dann möchte ich auch laut die 90er mit brüllen. Flugzeuge im Bauch. Genau. Sind ja alle wieder da, ne? Oli P. ist wieder da, Blümchen ist wieder da. Ja. Siehst du? Meine Jugend kommt alles wieder. Facebook oder Instagram? Ich bin eher Instagram. Also Facebook ist natürlich, wie wir eben gesagt haben, noch immer mehr in der Schlagerbranche aktiv. Aber finde ich mittlerweile Instagram interessanter, weil man einfach viel mehr zeigen kann, was man gerade im Moment macht. Und durch die Stories und so ist man auch ein bisschen lockerer und erzählt mal mehr, als wenn man jetzt bei Facebook immer sich Gedanken macht, was man da jetzt postet. Und das wird dann nur entweder ein längeres Video sein oder ein Foto, aber nie so mal so kurze Stories. Hey, ich bin gerade im Studio, viele Grüße und ciao. Jetzt kommt eine Frage, die mir besonders wichtig ist, persönlich. Die mir der Kaiser geklaut hat, mir auch besonders wichtig ist. Ja, deswegen vergesse ich sie jetzt. Erster FC Köln oder Alemannia A? Wow. Also ich bin kein Fußballfan, aber ich bin natürlich Aachenerin und ich müsste jetzt eigentlich sagen Alemannia Aachen. Nein. Aber ich singe ja beim Fanclub vom 1. FC Köln, deswegen 1. FC Köln. Oh. Okay, wir können weiter podcasten. Sehr schön. Ja, dann bleibt für mich nur noch eine Kanäle, noch mehr. Entschuldigung, Kino oder Sofa? Seit es Netflix gibt, Sofa. Ja, kann ich gut verstehen. Das hätte auch meine Antwort sein können. Ja, im Kino rascheln ja auch alle so und reden dazwischen. Und schrecklich. Das nervt total. Das passiert mir auf dem Sofa aber auch ab und zu mal. Das ist ganz schlimm. Schwitzen oder frieren? Schwitzen. Auf alle Fälle schwitzen. Ich hasse Kälte und ich habe jetzt schon Angst vor dem Winter. Also heute Morgen bin ich um 6 Uhr aufgestanden und es war noch so kalt. Es geht jetzt total schnell. Das ist Wahnsinn irgendwie. Ne? Jeden Tag wird irgendwie später hell und es ist schon richtig unangenehm kalt, finde ich auch. Nee, das ist absolut nicht meins. Also ich würde auch am liebsten den ganzen Winter irgendwo anders verbringen. Irgendwo in der Wärme. Dann darf ich gute Nachrichten verkünden. Nächste Woche laut Vorhersage wieder 30 Grad. Gott sei Dank, du rettest meinen Abend. Wenn es denn stimmt, die Vorhersage, zumindest die langfristige, sagt nächste Woche Dienstag, Mittwoch 30 Grad wieder. Ich glaube einfach daran. Aber hallo, und dann wird das auch was, ne? Genau. Berge oder Meer? Meer. Ich bin ein absolutes Meerkind. Mallorca ist für mich meine zweite Heimat. Wir fahren dahin, oder meine Familie und ich, wir fahren dahin, seit ich geboren bin, mindestens 2-3 Mal im Jahr. Wurde natürlich jetzt ein bisschen weniger. Und nein, nicht den Ballermann. Am Ballermann war ich tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben. Aber es ist wirklich meine zweite Heimat und das Meer gehört einfach dazu. Das ist lustig, dass man nie sagen kann, dass man nach Mallorca fährt, ohne hinterherzuschieben. Nein, nicht am Ballermann. Dabei ist das nur eine Straße. Ja, aber man muss es trotzdem immer sagen. Ja, das stimmt. Kommen wir mal so langsam zum Ende. Snooze oder direkt aufstehen? Snooze. Aber einmal. Ich mache mir ein 10 Minuten Snooze rein. Genau. Spannend, Herr Vogel. Haben Sie noch eine, oder? Fällt uns noch was ein? Ach komm, einfach, weil es zum Aufstehen passt. Tee oder Kaffee? Kaffee. Schwarz. Sehr auch schwarz. Mit oder ohne Zucker? Schwarz. Schwarz. Also, was verstehen Sie an schwarz nicht? Schwarz. Man kann auch schwarz mit Zucker trinken. Schwarz ist doch ohne Zucker. Da sind wir wieder bei der Linie, ne? Deswegen ja auch Bier ohne Alkohol. Ja, ja. Ne, genau, Herr Vogel? Genau, deshalb. Ja, selbstverständlich, genau deshalb. Man sieht es mir an. gut, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir langsam zum Ende, oder? Genau, aber eine wichtige Sache haben wir noch. Sie haben mal eine wichtige Sache? Natürlich. Was haben Sie denn noch? Nee, Vogel oder Kaiser?
Ja, Vogel oder Kaiser. Nein, das wollen wir nicht hören. Nein, dann ist einer, von uns ganz traurig. Und dann, ja, dann liegt einer auf, nicht. Das ist halt blöd. Das machen wir nicht, nein. Nein, sehr schön. Wir bleiben positiv. Genau. Mhm. Nee, ein kleines oder anderthalb kleine Themen haben wir noch. Du machst ja viel Hochzeits, singst ja viel auf Hochzeiten. Wie kam es denn dazu? Das hat sich auch mehr oder weniger entwickelt. Vor vielen Jahren hat mich mal jemand gefragt, Herr, kannst du auf der Hochzeit von meiner Tochter singen? Ich, oh, ja, was wollen die denn da hören? Und dann habe ich das gemacht und dann hat sich das auch so rund gesprochen. Und das ist wirklich, das ist so eine Leidenschaft, so fast schon wie ein Hobby, weil das einfach so schön ist. Ich weiß nicht, ob das ein Mann nachvollziehen kann, aber ich als Frau sehe so wunderschöne Bräute und Kleider und Arten zu feiern vor allen Dingen. Das macht schon sehr viel Spaß. Und ist immer was ganz Besonderes, weil da darf einfach nichts schiefgehen, ne? Wenn die Braut gerade reinkommt und du versingst dich, das wäre blöd. Ist das schon mal passiert? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, aber es ist eine kleine Geschichte, erzähle ich euch noch. Das war nämlich wirklich sehr, sehr witzig. Ich stand oben auf der Empore und ich sollte singen zum Einzug der Braut. Und es war 12 Uhr und normalerweise sollte die Messe starten, aber es fing nicht an. Es wurde 11:45, 11:20. Irgendwann kam mal einer zu mir nach oben und sagte, ja, also wir würden gern starten. Und die Braut und so, die standen auch schon alle bereit, aber der Brautvater ist nicht da. Der hat gedacht, es wäre nächste Woche. Und sie wollte partout nicht reinkommen ohne ihren Vater. Also ist der dann wirklich im Schleudertrauma in die Kirche gekommen und war so halb angezogen. Er war wirklich nicht richtig schick angezogen. Es war einfach Hauptsache, sie wird nach vorne gebracht. Ja, das kann passieren. Muss ich aufpassen, dass mir das nicht passiert dann später mal. Du hast ja noch eine kleine Tochter, oder? Ja, ja, aber irgendwann, das geht alles so schnell. Geht alles schnell heutzutage. Ja. Aber wie ist das denn? Also, du trittst da auf. Und so in so einem emotionalen Moment, da als Außenstehender, ist das nicht irgendwie ein ganz komisches Gefühl dann auch? Oh, nee, eigentlich nicht. Also es ist eigentlich total schön, weil du in etwas mit einbezogen wirst, was ja sehr intim ist. Was, ja, das meine ich halt so. Ja, ich finde das eher, es ist eine Ehre. Also es ist nicht komisch, sondern eine Ehre, dass man dabei ist und dass man da ausgesucht worden ist. Dass ein Tag, der so, also man muss ja sehen, für mich ist das besonders, aber es ist natürlich eine Hochzeit von vielen, aber für die Leute ist das der größte Tag im Leben und die haben sich ganz bewusst für dich als Sängerin entschieden und das ist natürlich ja was Schönes und irgendwo auch schmeichelnd. Ja, das ist dann schon eine Ehre dann auf jeden Fall. Ne? Mir geht es so darum, so emotional, intim und man als Außenstehender, in Anführungszeichen, dass man ausgesucht worden ist. Und selbst wenn die sagen, es muss die Sarah Schiffer sein, sonst heirate ich nicht. ja, das haben die bestimmt gesagt. Natürlich. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und dass also der Vogel steht. Für seine Tochter wird es auf jeden Fall so machen, nehme ich an. Definitiv. Oh, ich glaube, da werde ich zu alt sein, um dann noch auf eine Hochzeit zu singen. Ist mir vollkommen egal, wir verhandeln gleich schon mal den Preis. Okay, alles klar. Muss meiner Tochter nur beibringen, dass der Termin schon feststeht für die Hochzeit. Ich halte mir frei. Sehr schön. Nee, aber um darauf zurückzukommen, nein, es ist nicht komisch und im Gegenteil, ich finde es total schön, wenn die Leute anfangen zu weinen und berührt werden von der Musik und dass die Stimmung und die Gefühle, die die haben, die sie oft selber nicht ausdrücken können, dass ich die durch meine Musik dann für sie ausdrücken kann, ist doch wunderbar. Also was will man Schöneres erreichen als das mit seiner Musik? Ja, das ist dann vielleicht auch so ein Männer- und Frauending. Ich käme mir da irgendwie deplatziert vor. Entschuldigung, das ist dann. Ich nehme mich mal mit, da singen wir mal im Duett, da merken wir. Ja, genau. Schön, das ist. Sehr schön. Das ist dann aber eher eine Ballermann-Hochzeit. Sehr schön. Oder wenn die Leute ausziehen sollen. Oder Scheidungslied. Scheidungen, ja, ja. Wäre mal eine Idee wert. Eine Marktlücke. Ja. Ein Scheidungssänger. Ja, das ist doch. Der Schlussmacher. Du bist noch frei. Das ist abschließend, liebe Sarah, und zwar, genau, du singst ja, wissen wir. Wäre es denn für dich auch mal was, Karnevalslieder zu singen? Ja, auf jeden Fall. Also feierst du Karneval? Ja, ich feiere Karneval, aber ich arbeite auch sehr viel an Karneval. Und sagen wir mal so, Schlager ist jetzt nicht so weit entfernt teilweise, je nachdem, welchen Schlager man singt. Dass man ein Karnevalslied dazwischen macht, finde ich total cool. Und
gerade hier in Aachen, finde ich, fehlt das, dass mal eine Sängerin ein schönes Aachener Liedchen, ich meine, ihr wisst ja, ich bin oft beim tierischen Ernst, da gibt es auch ab und zu mal etwas, was man auf Platt auch singt, obwohl ich kein Platt spreche, obwohl ich einen Akzent habe, aber ich kann kein Platt sprechen, aber das wäre schon interessant, doch. Warum dann erübrigt sich ja quasi die nächste Frage. Die nächste Frage war tatsächlich, ob das mal eine Idee wäre, einfach mal ein Lied auf Öcherplatt, glaube ich, heißt das, hast du ja auch gerade gesagt, aufzunehmen. Weil gerade in Köln ist das ja, also in diesem Köln-Karnevalblase das Ding, ne? Also muss man sagen. Die dann von November bis Mitte Februar 17 Auftritte jeden Abend haben. Ich habe mich gestern Ich habe mich gestern im Studio mit Casala unterhalten. Und die haben mir erzählt, die hätten 250 Auftritte innerhalb von 8 Wochen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie viele Auftritte. Und jedes Mal eine halbe Stunde, jedes Mal live gesungen. Was das körperlich bedeutet, dann auch immer in verrauchte Kneipen, weiß ich nicht. Und da wird ein Selfie gemacht, dann in die Kälte, dann wieder in die Hitze. Also das ist schon körperlich, boah. Also zur Karnevalzeit geben die richtig Respekt. Gas. Ne? Immer weiter. Ja. Und im Sommer im Vorprogramm von Pink gewesen. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja. Irgendwo in Gelsenkirchen waren sie im Vorprogramm. Das muss man erstmal bringen mit einer kölschen Band als Vorband für Pink. Also, ja, Pink war auch in der Malzmühle hervorragend, ne? Hat dann ein Instagram-Foto gemacht. Mit Ihnen zusammen? Nee, nicht mit mir zusammen, aber mit dem Kürbis zusammen. Irgendwie hat sie ihren Bierdeckel gezeigt mit irgendwie 2000 Strichen drauf, hat es extra betont, das hat sie nicht alleine getrunken, aber es war schon beeindruckend auf jeden Fall, wie voll der Deckel war. Ja, auch eine schöne Künstlerin. Also, ja. Eine gute Künstlerin. Eine schöne und gute Künstlerin. Ja, schön und gut, definitiv, ja. Ja, sehr schön, Sarah. Ja. Wir sind, glaube ich, so mehr oder weniger durch mit allem das, was wir von dir wissen wollten. Abschließend müssen wir noch sagen, wir freuen uns wirklich auf dein nächstes Album, also das aktuelle Album. Man ist ja erstmal so, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe dich das erste Mal tatsächlich auf dem LKW gesehen. Davor kannte ich dich, also bestimmt schon mal irgendwo gelesen, aber kannte ich dich nicht wirklich, aber dann direkt mal das Album durchgehört und als du dann geschrieben hast, hey, du hast unseren Podcast gehört, fand man natürlich auch sehr, sehr schön. Und dann habe ich ja wirklich das Album ein paar Mal gehört und es ist wirklich gute Musik. Also es ist wirklich gut gesungen, super gut produziert. Also auch das erste Album war schon sehr, sehr gut produziert, wie ich fand. Dankeschön. Und da können wir uns wirklich, oder auch alle Hörer da draußen, wirklich freuen, was dann noch im Oktober und dann im nächsten Jahr kommt. Ja, ich freue mich auch drauf und bin gespannt, ob die Leute es genauso aufnehmen, wie ich es mir natürlich vorstelle. Und dann hat sich natürlich die ganze Aktion mit den LKWs schon gelohnt, wenn nur deswegen dieses Interview entstanden ist. Und wenn wir schon bei der ultimativen Lobhudelei sind, Lobhudelei, so heißt es, ich fand es richtig angenehm, ich fand es ein richtig angenehmes Gespräch, du hast unheimlich viel erzählt, sehr sympathisch, vielen, vielen Dank dafür. Danke, kann ich nur zurückgeben. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren Podcasts. Ich werde jetzt mehr Podcast hören. Ja, man muss nicht mehr hören, man muss nur einmal die Woche runter. Nur euren, ganz viel. Ja, sehr schön, liebe Sarah. Dann bedanke ich mich bei dir für das nette Gespräch und bedanke mich auch bei den Zuhörern für eure Aufmerksamkeit. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.